Du musst gerade auch noch die ganzen Muskeln hier einprägen mit all den ganzen Details und hast Probleme damit und tust dir schwer, dann bist du hier genau richtig. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und vielleicht musst du gerade auch noch die Rotatorenmanschette dir einprägen. Und in diesem Video gibt es einen neuen Gedächtnispalast von unserem Happy Muscle Beach zum Musculus subscapularis. Und falls du dir eben die ganzen Details, Ursprung, Ansatz, Funktion, Innovation und so weiter einprägen möchtest, dir das Video einmal anschauen möchtest und wirklich auch langfristig dir die Sachen einprägen und merken möchtest, dann bist du hier genau richtig. Und zwar, der neue Gedächtnispalast findet wirklich am Strand statt. Es gibt schöne Szenen, es gibt brutale Szenen mit dem Hummer, also sei gespannt, was dich erwartet. Und kleiner Tipp noch, falls du noch nie einen Gedächtnispalast oder so ein Merkvideo von uns geschaut hast, lass dich einfach mal drauf ein und du wirst sehen, wie super gut es funktioniert und dass du dir meistens nach einmaligem Schauen die Sachen wirklich auch schon langfristig dir einprägen und merken kannst. In diesem Sinne, viel Spaß und let's go! Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Gedächtnispalast in der Reihe der Schultermuskulatur. Wir sind wieder an unserem Happy Muscle Beach unterwegs, wo wir unsere Schultermuskulatur entspannen und relaxen können. Heute soll es um den letzten Muskel der Rotatorenmanschette gehen, den Musculus subscapularis. Aber ich würde sagen, lass uns doch einfach gleich loslegen. Wie immer beginnen wir hier mit dem Muskelnamen. Oha! Ey, was für ein schöner Ausblick, oder? So idyllisch! Boah, aber siehst du das da drüben? Da, am Horizont. Das ist doch ein U-Boot. Auf Englisch Submarine. Huch, und da steigt ja jemand aus. Wer ist das denn? Ah, den kennen wir doch. Das ist doch ein Kapitän. Ahoi. Oje, ich glaube, er merkt nicht, dass er hier noch gar nicht angelegt hat. Oh, und tatsächlich. Der Kapitän Ahoi. Steigt einfach aus der Submarine aus und plumpst ins Wasser. Mit dem U-Boot, auf Englisch Submarine, merken wir uns die Vorsilbe Sub. Der Kapitän Ahoi. Ist bei uns immer die Eselsbrücke für Scapularis. Zusammen stehen die Submarine und der Kapitän Ahoi. Für den Musculus subscapularis. So. Nachdem wir aber jetzt schon den Muskelnamen wissen, machen wir jetzt einfach weiter mit dem Ursprung des Muskels. Oh, Achtung! Schnell zur Seite! Sonst erwischt uns das Fass! Ein Fass! Huch, was ist das denn? Jetzt platzt das Fass auf! Und nun kommt hier einfach eine Submarine heraus. Und warum war die denn im Fass? Eine Submarine kann doch eigentlich selbst schwimmen, oder? Ha, sie wollte wohl kein Risiko eingehen. Schau mal, da kommt ja schon wieder der Kapitän raus. Ahoi. Völlig aufgelöst fällt er zu Boden und freut sich tierisch darüber, dass er nun endlich den Strand erreicht hat. Oh. Jetzt kann er sich einen schönen Tag hier am Strand machen. Mit dem Fass, ein Fass. Kannst du dir Fossa merken. Die Submarine in Kombination mit dem Kapitän Ahoi. Steht wieder für Subscapularis. Zusammen stehen das Fass, das U-Boot, auf Englisch Submarine, und der Kapitän Ahoi. Für die Fossa Subscapularis als Ursprung des Muskels. Die befindet sich, wie der Name schon verlauten lässt, an der Scapula. Und jetzt geht's direkt weiter mit dem Ansatz. Schau mal, eine Tuba. Was für eine schöne Musik. Das ist doch toll. Wir haben nicht nur den schönen Strand, sondern auch noch Entertainment, das wir genießen können. Au, aua, was soll das denn? Au, geh lieber in Deckung, die schießen ja mit Kulis um sich. Was soll das denn? Oh, oha, wie krass. Da fliegt ja ein kleines Kind, auf Englisch Minor, durch die Luft. Das hat wohl in der Tuba gespielt und da die Kulis hineingeschmissen. Oh nein, der arme Minor. Hoffentlich passiert dem nichts. Ah, sieh da, die Rettung naht. Ein Hummer hat sich am steinernden Tisch auf der anderen Seite niedergelassen und sieht den Minor auf sich zufliegen. Schnell reißt er seine Scheren in die Höhe und fängt den Minor auf, damit er nicht auf den harten Steintisch knallt. Oh nein,
Der Hummer hat nicht bedacht, dass seine Scheren ja viel zu scharf für den armen Miner sind. Und jetzt hat er den Miner einfach durchgeschnitten. Och, und dabei wollten hier doch alle nur am Strand entspannen. Und jetzt sowas. Die Tuba, aus der die Kulis schießen, ist unsere Merkhilfe für das Tuberkulum. Mit dem kleinen Kind, auf Englisch minor, merken wir uns Minus. Der Hummer steht bei uns sinnbildlich für den Humerus. Insgesamt stehen die Tuba, aus der Kulis schießen, der Minor und der Hummer für das Tuberculum minus des Humerus. Super, somit haben wir auch schon den Ansatz erfolgreich gelernt. Als nächstes schauen wir uns dann die Funktion an. Pass hier dann besonders gut auf, denn die Funktion des Musculus subscapularis wurde bereits vom IMPP abgefragt. Boah, hier hört man ja gar nichts. Ist das laut? Der Mixer, der innen rotiert, stört hier ganz schön die Stimmung am Strand. Naja, oder zumindest das, was noch übrig ist, von der Stimmung nach allem, was passiert ist. Na, hoffentlich kommt wenigstens etwas Leckeres dabei heraus. Lass uns doch mal genauer hinsehen. Oh nein, der Mixer rotiert innen so stark, der saugt uns ja ein. Schnell weg hier! Ah! Mit dem Mixer, der innen rotiert, merken wir uns die Innenrotation des Oberarms. Und schon haben wir die Funktion des Muskels gelernt. Super einfach. Jetzt folgt nur noch die Innervation. Auch hier gilt wie bei der Funktion schon Ohren gespitzt, denn das IMPP hat diese auch schon abgefragt. Huch, was kommt denn da aus dem Sand aufgestiegen? Schon wieder ein U-Boot, also auf Englisch Submarine. Was hat das denn hier im Sand zu suchen? Ach, guck mal da, da steigt schon wieder unser guter alter Kapitän raus. Ahoi. Na, wo der sich schon wieder rumgetrieben hat. Jedenfalls sieht er schrecklich müde aus und da kommt ihm der Strandstuhl gerade recht. Er lässt sich rückwärts in den Stuhl fallen, doch hoppla, da war er wohl ein wenig vorschnell. Rückwärts fällt er aus dem Stuhl heraus und schon steckt er mit dem Kopf im Sand. Na toll, das war aber jetzt wirklich kein besonders schöner Strandtag. Die Submarine in Kombination mit dem Kapitän Ahoi. Steht hier auch wieder für Subscapularis. Die Innervation des Muskels erfolgt über den gleichnamigen Nervus subscapularis. Merkt ihr die Innervation, denn wie bereits erwähnt, das IMPP wollte die schon mal wissen. Sehr gut, du hast es geschafft und alles Wichtige zum Musculus subscapularis gelernt. Wenn du magst, schau dir gerne einen weiteren Muskel in unserer Reihe der Schultermuskulatur an. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Bis dahin, mach's gut! So, ich hoffe, du hast jetzt alle Details, Intos zum Musculus subscapularis und kannst dir jetzt die Sachen auch langfristig merken. Falls du noch weitere solcher Merkvideos, Gedächtnispalast zu den Muskeln, dir anschauen möchtest, schau gerne mal hier oben oder unten in der Beschreibung, habe ich auch ein weiteres YouTube-Video hier zu den Muskeln verlinkt. Wenn du noch viele weitere Gedächtnispaläste von unserem Happy Muscle Beach zu den Muskeln haben möchtest, dann schau gerne auch mal auf unsere Homepage vorbei. In unserem Lernpaket findest du noch viele, viele weitere Gedächtnispaläste zu den Muskeln, zu den Nerven, zu weiteren anatomischen Themen, zu Arterien, aber natürlich auch, falls du Biochemie lernst, zu vielen Biochemie-Themen. Also, falls dich das anspricht, falls es gerade schon gut funktioniert hat, schau gerne mal auf unserer Homepage vorbei oder schau dir eben, wie gesagt, das andere Video zu dem anderen Gedächtnispalast zu einem weiteren Muskel an. Ja, und falls du keine Videos, keine neuen Gedächtnispaläste mehr verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall unseren Kanal, würde mich freuen. Aktiviere auf jeden Fall auch das Glöckchen und schreib mir gerne unten in die Kommentare, ob es für dich wirklich funktioniert hat, dass du das Video dir einmal angeschaut hast und die ganzen Details wirklich dir merken konntest. Ja, ich selbst konnte mir persönlich auch in meinem eigenen Medizinstudium enorm viel Zeit und Nerven beim Auswendiglernen der ganzen Muskeln sparen. Ich hätte sonst nicht gewusst, ohne Gedächtnispaläste, wie ich mir die ganzen Details und Muskeln überhaupt hätte einprägen müssen. In diesem Sinne, viel Spaß und Erfolg beim Lernen von Anatomie, von den ganzen Muskeln und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao!